Der Nachfolger von The Climb ist im Oculus Quest Store erschienen, denn ab sofort steht The Climb 2 für 29,99 Euro zum Download zur Verfügung. In diesem Video bekommt ihr heute meinen ersten Eindruck zu The Climb 2 und zusätzlich die Möglichkeit, The Climb 2 zu gewinnen. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erkläre ich euch später im Video. Zwei Dinge, die ihr jetzt schon mal machen könnt, ist dieses Video liken und zu kommentieren, wie euch das Video gefällt und wie euch The Climb 2 gefällt. Wollt ihr nichts mehr verpassen zu Oculus Quest, dann abonniert diesen YouTube-Channel, denn in der Zockstube bekommt ihr Reviews, Tests und Tutorials zu eurem Lieblings-VR-Headset. Wenn ihr euch darüber hinaus zu mehr Anwendungen auf der Oculus Quest einen ersten Eindruck bilden wollt, bevor ihr Geld im Oculus Quest Store ausgebt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch eine Playlist hinterlegt, wo ich mir für euch alle Games auf der Oculus Quest angeschaut habe. So könnt ihr euch immer einen perfekten Eindruck verschaffen und bares Geld sparen bei der Auswahl eures nächsten Games. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu The Climb 2. So, wir starten in The Climb 2, ein Titel, der heiß erwartet ist auf der Oculus Quest. Viele Leute sagen, dass der erste Teil einen riesen Hype ausgelöst hat. The Climb 1 war definitiv ein gutes Spiel, aber der Hype, der ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Solides Spiel, Crytek auch ein super Entwickler, also den kennt man ja auch aus der Flat-Welt sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Wie das grafische Upgrade im Verhältnis zur Quest Version 1 ist. Bitte wähle Geschlecht und Hautfarbe. Ne, wir sind so. Tutorial. Ausrüstung, Bestenlist, Option. Okay. Ja, wir machen das Tutorial. Wahrscheinlich wird es doch wieder ganz ähnlich sein wie beim ersten Teil, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Griffmechanik da groß... Hallo. Ach, guck mal, hier haben wir auf jeden Fall... Willkommen beim Tutorial. Deutsche Sprachfassung. Ich kann keinen zeigen. Ich wollte zeigen. Wir konzentrieren uns zunächst aufs Klettern. Später sprechen wir dann über Ausdauer und Kalk. Ich rede mit dir über Ausdauer und Kalk. Also legen wir mal los. Sieh nach oben und finde die Flagge. Flaggen markieren Kontrollpunkte. Da ist die Flagge. Da ist die Flagge. Okay. Um einen Griff zu greifen, verwendest du deinen linken oder rechten Griff-Trigger. Jeder Controller ist direkt mit der Hand verbunden, die du siehst. Okay. Also was ich schon mal sagen kann ist, ich habe ja den Teil 1 auf der Quest 1 gespielt. Du hast einen Speicherpunkt erreicht. Und das sieht hier auf jeden Fall schon mal immer beim zuletzt aktivierten super aus. Neu. Also klar, das sind jetzt hier nur so Polygonoberflächen, sag ich mal. Dazu blickst du in die Richtung, in die du springen willst und drückst die Sprungtaste. Aber die Reflexionen sind schon sehr schön. Es kann sein, dass du deine Arme vielleicht etwas weiter strecken musst, um dich an einem anderen Du kannst auch springen, indem du in die Richtung blickst, in die du springen willst und dich dann schnell von der Wand abstößt. Okay. Lass die Hand los, mit der du dich abgestoßen hast und versuche mit der anderen Hand einen anderen Griff zu greifen. Sehr gut, du hast es geschafft. Okay, so können wir dann so kleine Passagen springen. Platziere beide Hände am Felsvorsprung und ziehe den... Okay. Ja, wir kennen halt schon Teil 1, ne? An einem Kontrollpunkt wird die Zeit angehalten, bis du zum Weitermachen bereit bist. Auf deiner Uhr siehst du, wie viel Zeit vergangen ist. Eins Zeit. Okay. Ja, es ist eins Sprechen Zeit vergangen. Sprechen wir jetzt mal über Ausdauer und Kalk. Die Menge an Ausdauer für jede Hand wird auf der Hand selbst angezeigt. Sieh auf die Ausdaueranzeige, um fortzufahren. Halte dich mit einer Hand am Griff fest, bis deine Ausdauer vollkommen verbraucht ist. Ach, guck mal, da geht der Balken voll und dann lassen wir uns fallen. Zack. Wenn du dich mit einer Hand an einem Griff festhältst, verliert diese Hand Ausdauer, während deine freie Hand Ausdauer regeneriert. Wenn du dich mit beiden Händen festhältst, regenerieren beide Ausdauer. Du kannst deine Ausdauer erhöhen, indem du Kalk für deine Hände verwendest. Um Kalk für deine Hände zu verwenden, hältst du den Kalk-Trigger am Controller und drehst das Handgelenk. Ein Ton informiert dich darüber, wenn das erledigt wurde. Kalk wird also, jedes es ist Mal auf jeden Fall besser, das so Deswegen zu machen. Beim ersten Teil war es immer so eine Sonnebewegung. Das war immer komisch. Drücke immer jetzt komisch die Hinweistaste, um deine nächste Route zu sehen. Du kannst sie jedes Mal drücken, wenn du nicht weiter weißt. Hinweistaste ist die hier. Okay. Ach, da wird gezeigt, wo wir dann lang gehen. Am Ende fällst du allerdings ist nach unten sehr, und musst sehr manchmal gut. rechtzeitig springen, um den nächsten Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. So, und jetzt zeige ich euch das mal eben, wenn ich jetzt hier loslasse, geht der hier voll. Ne? Und dann lassen wir, wenn wir gleich loslassen, wenn ich jetzt hier festhalte, dann erholen wir uns wieder. Was ist das denn? Eine Rutsche? Wuhu! Oh. Nein! Oh, das war knapp.
Da geht's hoch. Springen. Wow. Okay. So, so, so. Du verlierst Ausdauer auch durch Springen oder Abstürzen. So, erstmal erholen, kurz. Zweiter Kontrollpunkt. Oh, das geht in die Arme, Leute. Wenn ihr die ganze Zeit so beim Kopf habt, das geht in die Arme. Oh, was war das? So, gehen wir hoch. Gut gemacht. Machen wir Steuerung eine kurze gut umgesetzt. Pause, bevor es weitergeht. Ich bin gespannt auf die wirklichen Umgebungen außerhalb des Tutorials. Lass uns jetzt über Schaukeln. Griffe sprechen. Oh, guck mal es hier. Gibt unterschiedliche Arten ach du von Scheiße. Griffen, die das Klettern auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Durch die Halbdrucktechnik kannst du Ausdauer beibehalten. Okay, wahrscheinlich sieh nur auf so. Die Halbdruckanzeige und drücke den Grifftrigger langsam bis zur Hälfte nach unten. Wenn die Anzeige blau wird, liegst hier. Du im idealen Bereich. Das ist der ideale Druckbereich. Und wenn ich jetzt den Trigger durchballer, dann geht der dahin. Und jetzt drücke ich den mal so ganz langsam an. Seht ihr, wie das da so stufenweise durchgeht? Halte diesen technischen Griff für ein paar Sekunden bei halbem Druck. Okay. Gut gemacht. Du brauchst den halben Druck zwar nicht unbedingt zum Klettern, aber wenn du diese Technik meisterst, kannst du ohne Kalk klettern. Manche Griffe sind schmutzig und müssen gesäubert werden, bevor du sie greifen kannst. Willst du mich verarschen? Um einen Griff zu säubern, musst du den Arm ausstrecken und die Grifftaste in Reichweite halten. Wenn der Griff sauber ist, greift deine Hand den Griff automatisch. So, dann geht's ja gar nicht anders. Da muss man ja hier mit der Halbdrucktechnik arbeiten. Sonst ist man ja direkt. Auch so viele dreckige Griffe. Boah. Okay. Glückwunsch. Tutorial. Du hast das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Ist echt heftig. Uhuhu. Weiter. Okay, jetzt will ich euch mal die Umgebung zeigen. Was denn hier so drin ist. Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Supergeil. Freigeschaltet deine Belohnung. Ja. Das sind dann so Handschuhe. So, jetzt gucke ich mal, was wir hier haben. Die Alpen, die Bucht. Die Bucht ist ja ganz ähnlich wie beim ersten Teil, denke ich mal. Canyon, Stadt, sehr cool, Norden. Also wieder so, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kletterkarten. So, ich interessiere mich jetzt, ja, ich muss jetzt welche aussuchen. Ich schaffe nicht alle zu zeigen, ne? Ich würde sagen, wir gucken uns die Alpen an. Und was mich dann noch interessiert, ist die Stadt. Die beiden würde ich mir hier gerne mal anschauen. Aber wir starten in den Alpen und wir gucken uns jetzt erstmal den Keilhauer an. Und da habt ihr hier verschiedene, den Bussardschnabel, der dann schwierig ist, den Grand Combre, wird das ausgesprochen, der Keilhauer und, na komm, machen wir den Grand Combre. Casual, nee, komm, casual hier. Gucken wir uns mal den Grand Combre an. Grand. So, und jetzt bin ich mal gespannt auf die Ausblicke, auf die Grafik. Ja, doch. Ja, doch. Macht einen anständigen Eindruck. Kannst du nicht anders sagen. Ach so. Okay, hochschwingen. Da hinten weiter und hoch, ne, da oben lang. Okay. Wer klettert denn so? Das ist doch voll lebensmüde. Gibt's echt Leute, die so klettern? Also so richtig? Oh, oh, oh. Und da haben wir einen Checkpoint, das ist schon mal gut. So, Leiter. Wow. Muss ich da jetzt echt drüber springen? Alter, sag mal, wollen sich hier Leute umbringen oder was? Was ist das hier für ein Parcours, ey? Grand Combre. Ohoho. So, nächster Checkpoint. Wie? Zur Ausgangsposition zurück. Ich habe mich nicht bewegt gefühlt. Also man muss hier bei dem Spiel echt auf der Stelle stehen bleiben. Was ist das da unten für ein Geflacker? Habt ihr das gesehen? Ah, guck mal hier. Das ist nicht so cool.
Das gehört sich aber nicht für ein Spiel, was 30 Euro kostet, finde ich. Ich hoffe, es ist auf der Aufnahme drauf. Aber der Berg, der ist da einfach weggeflackert. Finde ich nicht so toll. Ach. Ja, die Atmosphäre, die ist schon schön. Kannst nichts sagen. Nächster Checkpoint. Sind wir denn hier noch richtig? Okay, hier ist die Flagge. Wo bin ich denn jetzt schon wieder außerhalb der Position? So. Wow. So. Da sind wir. Oh, und jetzt guckt euch mal hier den Ausblick an. Guck mal, da ist noch so ein kleiner Segelflieger. Zeppelin. Mein Gott, ist hier was los. Schmetterling. Also, das Spiel ist richtig, richtig nett. Ja, wenn nicht gerade mal irgendwie so ein Fels wegbackt. Ich stelle aber hier in der Quest ein gewisses Forfeited Rendering fest. Aber in einem kleinen Umfang. Ist jetzt nicht irgendwie nervig, ist wirklich so am ganz äußeren Rand, um die Performance zu verbessern, denke ich mal. So, jetzt gucken wir mal. So, hier können wir die Rutsche anhalten. Okay, da haben wir einen Checkpoint. Nehme ich doch direkt mal mit. Da hinten. Oh Mist. Ist hier wieder so ein Todesjump. Wow. Ich habe den Eindruck, die Steuerung ist aber weniger friemelig als bei Teil 1. Bei Teil 1 sind mir so welche Sprünge häufig missglückt. Und ich meine mit häufig nicht so mal ab und an. Ich meine häufig, häufig. Oder unten müssen wir hin, ne? Wow. Okay. Checkpoint. Wunderbärchen. Ist auch eine coole Idee hier mit den Leitern. Oh, jetzt guck mal, die Leiter schwankt. Alter Vater, guck mal da unten hier. Uhuhu. Nein. Die wollen jetzt von uns nicht, dass wir da runterspringen, oder? Oh, Kacke, komm. Geronimo! Boah, Adrenalin pur. Wirklich, das hat gekribbelt, Leute. Au. Plattform B. Ich glaube, da oben ist C. Zu C können wir noch. Ach, der Ausblick. Was soll das da unten sein? So was wie, ist das, ja, Neuschwanstein? Nein. So sieht es nicht bei Neuschwanstein aus, wenn das Neuschwanstein sein soll. So, wo lang gehen wir? Gehen wir da lang? Oh, ein Tier. Warte, ein Biber? Zombie-Biber? Oh, da haben wir zwei Spitze hintereinander. Oh. Oh, das Seil ist fies gemacht. Ja, das sind natürlich so Sachen, die gab's, soweit ich zumindest The Climb 1 gezockt habe, nicht. Also es gibt hier viele neue Elemente, die eingebaut wurden, zumindest die, die mir neu sind, die mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Oh. So, 7 Minuten 34, um einmal hier hochzukommen. Boah, guckt euch die Vögel an. Ja. Ja, sicher, wie bist du denn hier hochgekommen? Du hast doch gar keine Hände. Weiter. Ja, dann gucken wir mal. Das waren die Alpen. Ich wollte jetzt für euch auf jeden Fall noch eben in die Stadt reingucken. New Blanc, das Geschäftsviertel. Grenzenlos schwer. Ich mache mal wieder den mittleren Parcours. Okay, jetzt sind wir hier an der Häuserfront. Guck mal hier. Sind die Backsteine. Uhuhu. Wow. Auch schön gemacht, dass man hier so reingucken kann. Ah, okay, hier kann ich mich noch festhalten. Und hier ist der erste Zwischenpunkt. Alles da, hier ist die Plattform. Interface. Oh, jetzt fahren wir weiter. Der ist doch schon wirklich nett gemacht. Guck mal da unten die Menschenansammlung. Wie die Autos, die da fahren.
Boah, ich hab wirklich richtig bei mir alles schwitzig. Also alles. Nehmen wir's mal. Wow, 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 wow. Und nochmal. Oh, das Spiel macht mich wahnsinnig. Habe ich erwähnt, dass ich sehr große Höhenangst habe? Das macht mich echt fertig. Ein richtiges Kletterhaus hier rausgemacht. Bringt die Leute echt in Lebensgefahr mitten in der Stadt. Ich stelle mir nur vor, so unten an der Straße läuft so ein kleines Kind lang. Und wir, ja, haben den ersten Aufschlag. Oh. Oder darf man sich nicht verschätzen? Ach, scheiße, wir sind an einem Kran, wenn gerade rausgefahren. Boah, ich kann nicht nach unten gucken. Boah, geschützige Finger, Leute. Also, richtig, richtig cooles Level-Design. Richtig gut gemacht. So, und jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal an und komme dann zu meinem Fazit. Also, wir haben hier noch den Norden, wir haben den Canyon, wir haben die Bucht, die Alpen haben wir uns auch angeschaut. Ja, und je Level habt ihr 3 Schwierigkeitsgrade, was 3 unterschiedlichen Parcours entspricht. Das heißt, ihr habt 15 Strecken, die ihr klettern könnt. Jetzt gucke ich noch mal kurz in die Ausrüstung. Ja, ihr könnt eure hier so Handschuhe anziehen. Ihr könnt euch wahrscheinlich neue Uhren holen, Armbänder, Geschlecht und Hautfarbe einstellen. Aus meiner Sicht nichts Besonderes. Dann habt ihr eine Liste von Erfolgen, die ihr erfüllen könnt, wo ihr dann auch wirklich wahrscheinlich sehr anspruchsvolle Ziele erreichen müsst, um die dann nachher freizuschalten. Und dafür kriegt ihr dann, so wie es aussieht, auch Equipment geschenkt. Dann habt ihr Bestenlisten. Also erstmal, es gibt, so wie es aussieht, keinen reinen Multiplayer. Schade, Multiplayer wäre richtig cool gewesen, so ein bisschen zusammenklettern. Nein, es gibt hier wieder die Highscore. Und da könnt ihr ja hier verschieden filtern, was ihr gerade sehen wollt. So, wir sind jetzt hier auf Platz 0. Ich habe noch irgendwie gar keine Punkte bekommen. Ja, und in den Optionen habt ihr jetzt hier so ein paar Standardpunkte. Es ist aus meiner Sicht, für mein Empfinden, grafischen, ja, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ganzer Schritt nach vorne, sondern halber Schritt nach vorne. Die Grafik bei The Climb 1 war ja schon ganz okay. Hier ist es noch besser. Die Parcours, die sind waghalsiger geworden. Also das kann man schon sagen. Da haben die sich wirklich Gedanken drüber gemacht, wie wir jetzt gerade beispielsweise an dem Kran hingen und der nach vorne gefahren ist. Das ist natürlich schon was, was einem echt schwitzige Finger macht. Und ich finde auch 15 Parcours sind in Ordnung. Vor allem, wenn die so mit Liebe zum Detail gestaltet wurden. So den ganz großen Hype löst das Spiel jetzt bei mir nicht aus, muss ich sagen. Es ist ein gutes, es ist ein solides Spiel, das seine Fanbase hat, was seine Fanbase auch verdient hat. Es ist ein gutes und es ist ein solides Spiel. Ich kann euch The Climb 2 wirklich empfehlen, bis auf dieses kleine Felsgeflackere da, auch technisch einwandfrei. Ich finde, die Steuerung wurde im Verhältnis zu Teil 1 nochmal verbessert. Schade, dass es keinen Multiplayer gibt, aber jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr The Climb 2? Welchen Eindruck habt ihr gewonnen? Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Und jetzt bin ich euch noch ein Gewinnspiel schuldig. Wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt und The Climb 2 gewinnen wollt, dann befolgt die folgenden Schritte. Abonniert die Zockstube, gebt diesem Video ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar, wie ihr dieses Video findet und wie ihr The Climb 2 findet. Und das war's auch schon. Die Auslosung findet am Datum, was ihr in der Videobeschreibung findet, auf dem Discord-Server der Zockstube statt. Die Adresse zum Discord-Server findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wenn euch das alles zu schnell gegangen ist und ihr nochmal in Ruhe nachlesen wollt, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg beim Gewinnspiel. Ich bin gespannt, von euch zu lesen, wie ihr das Game findet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Das war mein erster Eindruck zu The Climb 2. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Oculus Quest noch besser machen könnt, dann schaut mal in dieser Playlist. Da findet ihr Anleitungen und Tutorials, die euch Schritt für Schritt erklären, wie ihr das Beste aus eurer Oculus Quest rausholen könnt. Wollt ihr darüber hinaus nichts mehr verpassen zu Oculus Quest, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!